So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich verdiene Gold in Suchen und Zerstören Matches. Dafür brauchen wir in Phase Nummer 1 2500 Münzen. Welchen Modus wählen wir dafür? Natürlich Suchen und Zerstören. Welche Map ich nehme? Definitiv Fabrik. Ihr seht schon, meine Freundesliste ist ja derzeit aufgeräumt. Ganz einfach, weil die Freundesliste sonst zu viel rumbuggen würde. Deshalb machen wir einfach in meinem Stream, wer da aktiv ist und 50 Punkte gesammelt hat, der kommt auch auf die Freundesliste und kann natürlich auch dann mit mir zusammen, Duos, Teams, was auch immer wir gerade machen, natürlich mitspielen. Custom Games geht natürlich immer. Also, wenn du da gerne mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, wenn ich dir helfen konnte, auch dann gerne. Und da würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Das Problem ist halt einfach, ich sag's euch direkt, die einfachste Lösung ist, spielt es mit einer Gruppe, die zusammenspielt. Das Problem ist natürlich, wenn ihr alleine reinjoint, so wie ich das jetzt mache, werdet ihr schnell an eure Grenzen kommen. Das Problem ist einfach, wenn ihr gegen ein Team spielt, was eingespielt ist oder sich zumindest mal absprechen kann, habt ihr natürlich schon einen deutlichen Vorteil. Jetzt habe ich natürlich erstmal den Nachteil, ich komme in eine komplett neue Lobby rein. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt mal von jedem zugequatscht. Aber ich bin jetzt einfach mal ganz schnell still und stumme einfach alle. Aber das Problem ist, wir wollen natürlich auch keinen Copyright oder sonstige Probleme bekommen. Nur, ich will euch natürlich zeigen, was ihr machen müsst. So, dann schauen wir mal. Ah, die sind schon mal alle still, das ist gut. Ah, doch nicht. Ich kann aber auch nicht. Warte mal. Das meine ich. Das ist so nervig. Stumm. Stumm. So. Das Wichtigste überhaupt ist erstmal genau Blue Life kaufen. Das ist das Wichtigste überhaupt. So. Wie bekommt ihr überhaupt Gold? Ganz einfach. Ihr müsst hingehen. Auf jeden Fall Kills machen. Dafür bekommt ihr Gold. Dann Bombe legen gibt Gold. Bombe entschärfen gibt Gold. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Angreifer verteidigen. Ich hoffe, jetzt habe ich mir hier keine Gruppe erwischt. Oh Gott, die Lags sind ja wieder mal ganz erste Sahne. Ja, mit 4 FPS, da ist das Spiel natürlich spielbar. Wir gucken direkt mal. Die anderen sind anscheinend alle hier drüben. Wir versuchen mal zu hinterlaufen. Oh, sag ich doch, die sind alle bei A. Ah, er versucht hinten rumzukommen. Das ist natürlich schlecht, weil wir alle bei B ziemlich waren. Tja, erste Runde. Aim ist natürlich mal gar kein Star. Man kennt es. Das Problem ist, das was hier ist, dürft ihr eigentlich auch nicht machen. Ihr müsst direkt rüber zu A gehen. Aber die Runde haben wir schon mal verkackt. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir merken wirklich im Livestream, die Runden laufen zehnmal besser, weil wir uns einfach absprechen. Hier ist natürlich das Problem, aber wie ihr seht, wir haben jetzt schon 200 Münzen verdient. Jetzt natürlich erstmal wieder Blue Life. Immer erst Blue Life kaufen. Vergesst es nicht, weil mit Blue Life habt ihr natürlich einen deutlichen Vorteil. Ich hole mir jetzt hier erstmal die MP. Beziehungsweise war das der Plan. So, dann hoffe ich mal, dass die Runde ein bisschen besser läuft. Die Frage ist natürlich auch, wo kommen die Gegner her? Kommen sie oben her, unten her? Hier erstmal eine Wand hinsetzen. Er gibt mir direkt einen Hit. Die sind richtig aggressiv. Also die Gegner joinen. Hauen mal richtig rein. Nix. Ah, jetzt ist die Frage, gehen sie zu B durch? Ne, der ist immer noch da draußen. Müsste jetzt kommen. Nice, alle erledigt. Direkt gucken, was liegt hier noch an Waffen rum. Weil wie gesagt, beim Loot, achtet nicht auf den Loot, achtet lieber auf die Gegner. Da habt ihr natürlich deutlich mehr Vorteil. So, wir haben jetzt zwei Assists, einen Kill. Wie viele Münzen haben wir bekommen? Ihr seht, wieder 250.
Also genau so einfach weiterspielen. Im Prinzip ist alles selbsterklärend. Rein theoretisch muss man da überhaupt kein Video drüber machen, aber viele fragen sich halt immer, gibt es einen schnelleren Weg? Ganz einfach, legt die Bombe, entschärft die Bombe, weil das gibt einfach ein bisschen mehr. Aber im Prinzip spielt einfach das Spiel. Macht euch da nicht zu viel Kopf, wie und was. So, jetzt probieren wir das mal hier durch, da zu machen. Ah, die Gegner sind da hinten. Nice. Kann es natürlich auch gehen. Ah, dann nur wird schon weggeholt. Na, 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 na. Aber die müssen halt angreifen. Von daher, ihr seht, so funktioniert das Ganze halt. Weil wir halt ziemlich gepackt zusammenbleiben. Und vor allem, ihr dürft nicht aufgeben. Ihr dürft nicht aufgeben, so nach dem Motto, ah, wir haben eine Runde verloren, hier gehe ich raus. Also wir hatten zum Beispiel auch im Stream, die Gegner hatten, es stand 3-0. Selbst dann haben die Gegner auf einmal fast noch das Game gedreht. Also gelegt haben wir jede Bombe, ganz easy, alle weggeholt. Aber wo es dann auf die andere Seite ging, da haben wir dann richtig verkackt. Also da müsst ihr wirklich am Ball bleiben. Oh, das ist hier wieder lustig. So, jetzt müssen wir die Bombe legen. B ist da echt die beste Variante. Also wir sind auch immer zu B rübergegangen. Hier, die gehen anscheinend auch direkt zu B. Warum kommt er denn von hinten? Aber die Bombe ist schon mal platziert, das ist schon mal wichtig. Und vergesst nicht, Gruppenhilfe anzumachen. Habe ich nämlich diesmal auch vergessen, aber ich bin auch in keiner Gruppe drin, sondern ganz normal solo. Also wenn ihr in der Gruppe spielt, vergesst nicht, Gruppenhilfe anzumachen. So, aber haben wir trotzdem wieder gewonnen. Ich hab anscheinend mal Glück und erwische eine gute Gruppe. Jetzt haben wir schon 900 erreicht, also ihr seht, ihr müsst im Prinzip einfach nur spielen. Aber vergesst halt nie, eure Dings mitzuholen, eure, euer Blue Life, weil das ist halt wirklich das Wichtigste, immer Blue Life mitzuholen. Ihr seht, ATJM hat jetzt doch seinen mitgeholt. So, diesmal wollen sie zu A oder wie? Ja, wir sind ein bisschen gesplittet, das ist eigentlich nie gut. Was ich auch gern gemacht habe, ist halt hier durch. Weil entweder kommen die Gegner von hier, einer ist definitiv schon da. Das Problem ist, ah, jetzt hat er mich doch gesehen. Ich glaube, hier sind alle down. Könnten jetzt eigentlich easy die Bombe legen. Visualisierung, ich sehe schon mal keine Gegner. Einer lebt auch nur noch bei denen. Zack, Bombe gelegt. Der letzte ist wahrscheinlich im Spawn. Machen die Gegner nämlich auch gerne. Dann im Spawn rumgeiern. Wie ihr seht, jetzt haben wir schon 1050 Goldmünzen. Also ist eigentlich wirklich easy. So, und schon ist die Runde vorbei. Ihr wisst ja, am ersten Tag hat das Ganze 11 Runden gedauert, aber die Gegner kann uns nicht mehr einholen. Aus dem Grund haben wir das Ganze schon gewonnen. Bin noch auf Platz 2 gelandet, dadurch, dass ich die Bombe gelegt habe. Also Bombe legen ist natürlich wichtig. Dadurch bekommen wir natürlich die meisten Punkte. Wie ihr seht, 5 Assists. Mit den Kills lief es nicht ganz so gut. Ich denke mal, so konnte ich euch im Großen und Ganzen schon verraten, wie ihr das Ganze machen müsst. Aber es ist im Prinzip kein Hexenwerk. Spielt einfach Suchen und Zerstören und dann wird das Ganze auch von ganz alleine passieren. So, dann bedanke ich mich schon mal auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare oder komm einfach in den Livestream rein. Dafür musst du natürlich ein Abo dalassen, würde mich natürlich freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.